Hallihallo, liebe Welt und liebe YouTube-Community, beziehungsweise wo auch immer ihr sonst die Videos so anschaut. Es ist mittlerweile Sonntag, der 18. April 2021, und seit dem letzten Beitrag sind doch schon wieder viele Tage und Wochen vergangen. Beim letzten Mal hatte ich angedeutet, da lag so eine Corona-Quarantäne dazwischen, daher ist hier viele Tage und Wochen nichts passiert, weder videodokumentationstechnisch noch überhaupt. Beim letzten Mal, da hatte ich euch dann von außen so ein paar Eindrücke von der Garage gezeigt, die sich nun eben hier befindet, die jetzt hier aufgestellt ist und die unseren, ja, Vorgarten oder halt jetzt hier den Bereich vor dem Haus eben schmückt. Dies hat sich auch als sehr praktisch erwiesen. Wir konnten da jetzt eben erste Materialien, erste Bestellungen und so weiter zwischenlagern, können gleichzeitig hier so ein bisschen das Haus freihalten. Ganz sauber ist es noch nicht, denn hier soll es dann eben mit den weiteren Arbeiten losgehen. Und da braucht dann natürlich jedes Gewerk seinen Platz, und da sollte nicht irgendwie in jeder Zimmerecke irgendwas herumstehen. Ansonsten sind wir in Sachen Elektroinstallation bzw. in Sachen Leerrohre soweit durchs Haus. Ein paar an einzelnen Stellen fehlen es noch, muss noch ein bisschen nachgebessert werden, aber im Großen und Ganzen die Zimmer und so weiter sind alle fertig. Man sieht hier auch irgendwie ganz wild Leerrohre von den Wänden, von den Decken noch hängen. Vieles ist montiert. An einigen Stellen, da hängt es dann und baumelt es noch ein bisschen herunter. Das muss vielleicht nochmal nachgebessert werden, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Das sind jetzt eben die letzten Schritte hier vor dem Verputzen. Das sollte ja auch schon von einer ganzen Weile passieren. Hat sich immer wieder hingezogen, jetzt auch zuletzt durch mich, durch die Corona-Quarantäne und so weiter. Ich war hier noch immer nicht ganz fertig. Aber wir sehen da, oder wir haben da jetzt das Verputzen eben im Blick. Und das wird jetzt einer der nächsten Bauschritte werden. Doch davor wollte ich eben hier nochmal den aktuellen Stand dokumentieren, in der Hoffnung, dass das jetzt eins der letzten Videos eben mit roten Wänden wird, beziehungsweise halt eins der letzten Videos vor dem Verputzen. Und insofern nehme ich euch mal ganz kurz mit auf eine Reise, hole euch nochmal ab, wo wir beim letzten Mal waren, und zeige euch auch, was in den letzten Tagen dann oder in der Zeit dazwischen eben hier so ein bisschen passiert ist. Hier also nochmal so ein Kameraschwenk durch den Küchen- und Esszimmerbereich. Das wird ja hier die spätere Küche werden. Man kann sehen, immer befinden sich ganz viele rote Signaldeckel schon in den Wänden. Also da ist quasi eine Unterputzdose. Auf der Unterputzdose sitzt dieser Signaldeckel. Der hat ja normalerweise solche Fähnchen, die haben wir abgeschnitten in einer großen Bastelaktion, einen Magneten drauf geklebt. Und das halt eben hundert- und tausendfach in dem Haus mittlerweile. Die Idee ist einfach, dass man das hier alles überputzt und dass man bei Bedarf halt hier Zugang erhält zu dieser Unterputzdose und da dann ein Taster oder ein Aktor oder sonst was, Sensor, Lautsprecher, irgendwas halt ja, platzieren kann. Angefangen wird das Ganze immer mit einem Leerrohr. Und das Leerrohr, das geht zum einen auf dem Boden weg zu einem estrichbündigen Bodenkanal und zum anderen eben über die Decke zu Revisionsschächten und Revisionsöffnen in einer später abgehängten Decke. Also das ist jetzt noch auf der Rohbetondecke, später soll die abgehängt werden, und dann wird man das alles nicht mehr sehen. Hat aber dann sowohl von unten als auch von oben eben Zugang zu den Dosen und zu den, kann da dann eben die Leitungen einziehen. Ja, und dieses Schema, das zieht sich hier eben durchs gesamte Erdgeschoss, beziehungsweise eigentlich durchs gesamte Haus. Und an diesen Wänden hier im späteren Wohnzimmer, da habe ich es eben besonders gut gemeint. Hintergrund ist hier einfach, dass es, ja, wie gesagt, Wohnzimmer, da wird der Fernseher sich befinden, die Multimedia-Installation mit später vielleicht noch irgendwelchen Streaming-Boxen, Lautsprechern und so weiter und so fort. Das heißt, ich möchte das alles möglichst unsichtbar installieren und brauche da halt besonders viele Unterputzdosen, Steckdosen und die Möglichkeit, eben überall Kabel hinzuziehen. Auch ist zunächst einmal geplant, in Absprache mit der besseren Hälfte quasi den Fernseher hier an dieser Wand zu installieren, zunächst einmal. Aber das kann sich ja vielleicht in verschiedenen Phasen oder so ändern, wenn man mal renoviert. Hier zum Beispiel würde es sich anbieten, um eben dann irgendwie auch aus der Küche auf den Fernseher gucken zu können oder so. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Daher an Vorbereitung eben hier einfach unendlich viele Dosen gesetzt, die man dann erstmal nicht sieht. Und wenn man sie dann mal benötigt oder so, kann man da eben aufmachen, kann die vielleicht nicht benötigten irgendwie zuspachteln, zuputzen und hat dann trotzdem eben die Möglichkeit, über diese vielen Leerrohre an die ja, zur Dose eben die Leitungen zu ziehen. Was sich seit dem letzten Mal getan hat, ist zum Beispiel diese Ecke oder diese Nische hier zu sehen. Zum einen wurden Schlitze verschlossen, das kann man hier in diesem vielen dunklen Grau des Mörtels eben erahnen. Hier, da ist die Rohwasser, also die Wasserinstallation für die Küche und so weiter. Und hier sind eben Schlitze gewesen im Mauerwerk, um Leitungen aufzunehmen. Zum einen für die
Ja, weitere Leerrohre für die Photovoltaikanlage oder einfach eine Verbindung zwischen Hausanschlussraum und Dachboden in dem Fall hier zum Beispiel, beziehungsweise auch Lüftungsrohre. Die haben wir nochmal vergrößern oder erhöhen müssen. Ursprünglich war das nämlich so gedacht, dass 50 cm über dem Rohfußboden, da war eben die Öffnung nach draußen. Das war, glaube ich, ungefähr in dieser Höhe oder in dieser Höhe, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls war da eben der Durchbruch nach draußen. Da sollte dann das Rohr nach draußen gelangen, beziehungsweise die Frischluft eben von draußen holen. Also das Ganze gibt es in zweifacher Ausführung, einmal hier und einmal hier. Eins davon ist eben die Fortluft, das andere eben die Zuluft für die kontrollierte Wohnraumbelüftung. Und wie gesagt, das ging erstmal bei 50 Zentimetern, war das ursprünglich geplant. Aber das aus meiner Sicht war vielleicht nicht ganz so gut geplant oder habe ich nicht gut genug hingeschaut beim ersten Mal oder im Vorfeld eben. Denn auch hier wird sich jetzt im äußeren Bereich der Fußweg zum Beispiel befinden zur Haustür. Und wenn jetzt hier natürlich zum einen eine große Blende ist, das schaut optisch nicht so ganz so toll aus wahrscheinlich, aber vielleicht, wenn man die kontrollierte Wohnraumbelüftung eben auch mal auf eine hohe Stufe einstellt, dann wird man da irgendwie angepustet, während man da vorbeiläuft. Das ist natürlich nicht so nett. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze nach oben zu verlegen. Dort wird auch die Luft ein bisschen kühler vielleicht sein, weil sie nicht aufgeheizt vom Boden irgendwie angesaugt wird. Und die Luft ist ein bisschen sauberer, das heißt, man muss den Filter weniger oft wechseln. Und insofern haben wir hier das Mauerwerk nochmal nach oben hochgeschlitzt. Das Rohr wurde dann da eingesetzt. Und jetzt ist man eben dabei, den Schlitz zu schließen. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, also man kann hier dieses KG-Rohr sehen. Und oben ist dann hier dieser 90-Grad-Bogen, um eben nach außen zu gelangen. Und dort wird dann später eben eine Blende installiert am Außenputz, beziehungsweise an der Wärmedämmung. Das ist noch ein paar Schritte entfernt, aber man kann sich das eben vorstellen wie so ein Tiefbaurohr, 100 DN 160, also 160 mm im Durchmesser, das jetzt hier von oben nach unten geht. Das sind insgesamt keine 3-4 Meter. Also das sind jetzt hier diese 2 Meter, unten ist das schon zu Ende. Und die Lüftungsanlage wird sich irgendwo hier befinden, im Kellergeschoss dann. Also insofern ist das alles recht unproblematisch und man kann schon sehen, beziehungsweise man wird später eben von innen heraus nichts sehen können und von außen dann nur an dieser einen Stelle eben hier oben eine Abblendung und eine Verblendung. Hier im Bild ist jetzt ein weiterer Schlitz zu sehen und zwar beginnt oder ja, hier geht es quasi los mit der Sanitärinstallation. Zum einen gibt es hier eben die kalte Frischwasserleitung, das war glaube ich die rote hier, sowie auch die Warmwasserleitung, die sind eben ein bisschen dicker nochmal eingepackt. Da gibt es ja einen Vor- und einen Rücklauf, damit das eben zirkulieren kann. Und das geht durch diesen Durchbruch hier nach unten in den Keller. Hier ist auch gleichzeitig die erste Entnahmestelle für die Installation in der Küche, also für die Spüle bzw. für die Waschmaschine. Ansonsten geht das hier einfach durch diesen Durchbruch nach unten. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Und daneben habe ich mir eben auch erlaubt, hier nochmal eine ganze Reihe von Leerrohren nach unten zu führen. Das hat den Hintergrund, dass ich in diesem Fall hier keinen Bodentank eben möchte. Ganz bewusst nicht, weil man den einfach nicht ordentlich bedienen kann. Also hier wird ja die Küche oben drauf gestellt, die Küchennische wird sich hier befinden und da komme ich dann unten an diesen Bodentank nicht ordentlich heran. Daher gehen all diese Leitungen einfach direkt in den Keller und runter dann eben von dort kann ich dann eben die Leitungen einziehen. So, und hier im Erdgeschoss, da gibt es jetzt noch so eine kleine Speisekammer, Abstellkammer. Hier werden eben die Kochutensilien und so weiter abgestellt werden. Das nutze ich aber auch für die Elektroverteilung zum Teil. Also hier gibt es eben eine ganze Menge von ankommenden Leerrohren. Das Ganze geht bis nach unten. Hier wird nachher so eine Tür eingesetzt und dadurch kann ich dann eben das Ganze bedienen. Hier war auch mein Schlitz, das ist das Fallrohr von der Dusche, die sich über uns befindet. Und der wurde mittlerweile auch verschlossen, da habe ich eben auch noch eine Reihe von Leerrohren eingearbeitet. Man kann auch hier sehen, ich habe das Ganze mit so einem Brett, mit einer Holzkonstruktion einfach so positioniert, dass diese Rohre eben an der richtigen Stelle herauskommen, weil hier jetzt ein Bodenkanal eben gesetzt werden soll. Der hat dann eben, wird direkt von der Seite angefahren, von diesen Leerrohren. Und dadurch ist es mir einfach möglich, dass die eben schön auf der richtigen Höhe in den estrichbündigen Bodenkanal eingeführt werden, mit einem leichten Knick oder einem leichten 90-Grad-Bogen nur. Und müssen eben nicht über den Boden und dann nach oben wieder und irgendwie 180 Grad und so weiter, sondern das sollte dann sich auch ordentlich an dieser Stelle bedienen lassen. Nur braucht das halt hier diese Konstruktion, um das eben wirklich zentimetergenau einstellen zu können. Und auch hier nochmal eine Reihe von Leerrohren. Das ist in dem Fall jetzt hier in dieser Eingangsbereich der besagten Abstellkammer in der Küche. Da ist ja ein Durchbruch in der Decke schon vorgesehen gewesen. Und hier gehen eben auch nochmal eine Reihe von Leerrohren aus dem Hausanschlussraum nach oben. Auch diese werden dann eben in diesen Bodenkanal geführt werden. Und hier kann ich das Ganze daneben, habe ich nochmal ein bisschen Revisionsraum im Bodenkanal.
und kann das Ganze eben ordentlich anfahren und bedienen. So, weitere Einblicke vom Erdgeschoss gibt es hier zu sehen. Das ist ja jetzt der Eingangs-, der Flurbereich. Hier zu sehen ist jetzt ein Heizkreisverteiler. Auch hier nochmal eine Reihe von Lehrern, die ich hier mit dazugelegt habe, die später an einen anderen Ort geführt werden sollen, nämlich hier an einen weiteren estrichbündigen Bodenkanal. Allerdings wird das dann eben erst passieren, nachdem verputzt ist, damit die einfach nicht im Weg jetzt herumliegen und jetzt nicht zertrampelt werden. Bei dem Heizkreisverteiler, der wurde uns ja im Winter, war der beschädigt einfach durch die tiefen Temperaturen. Wir hatten hier teilweise minus 20 Grad. Dadurch ist das zu Gefrierungen gekommen. Die Heizungsrohre, die waren eben noch abgedrückt mit Wasser. Und an mehreren Stellen wurde das Ganze undicht. Zum einen hier direkt am Heizkreisverteiler, zum anderen auch hier in diesem Schlitz. Da waren eben die Heizungsrohre, die nach oben gehen. Auch da war irgendwie immer wieder Wasser. Das heißt, auch da war irgendeine Undichtigkeit. Das wurde jetzt nochmal repariert seitens des Heizungsbauers. Und auch das hat natürlich wieder so ein bisschen Verzögerung und weitere Tätigkeiten, weiteres Aktivwerden erfordert, aber ist soweit behoben und sollte uns dann hoffentlich später keine Probleme mehr bereiten. Gegenüberliegend vom besagten Heizkreisverteiler befindet sich unser kleines, bescheidenes Gäste-WC. Das kann man hier jetzt sehen, ist nicht sonderlich groß. Da wird es im Prinzip nur eine Toilette geben, so wie eben irgendein Waschbecken, einen Waschtisch oder sowas. Die Unterputzarmatur und so weiter, die war ja schon länger verbaut, auch mit den Leitungen. Die kann man hier jetzt nochmal sehen, das ist eben Warmwasser, Kaltwasser, sowie eben die Zirkulationsleitung hier vom Warmwasser. Da wird eben abgezweigt in so einer Stichleitung an der Stelle. All das ist jetzt hier eben angeschlossen, wurde in den letzten Tagen jetzt auch verschlossen, der Schlitz, dass man das eben ordentlich verputzen kann. Und das geht dann irgendwie hier nach oben, geht ein Schlitz. Dazu gleich später nochmal mehr. Das hat was mit der Temperaturerfassung zu tun. Das kann ich euch aber oben im Bad nochmal live demonstrieren, weil das eben noch nicht verschlossen ist an der Stelle. Ansonsten, man kann das hier in den Wasserflecken auch sehen. Die Mauer, die wurde erst vor einigen Tagen nicht aufgestellt, die ist noch nicht ganz ausgetrocknet. Und daneben gibt es jetzt hier in dem Raum nicht allzu viel zu sagen. Es gibt eben eine Reihe von, auch von hier, von Lehrern, die hier zusammenkommen, aus den verschiedenen Schlitzen eben, die dann durch einen Durchbruch hier in der Wand zur anderen Seite geführt werden, wo es dann wieder einen estrichbündigen Bodenkanal geben soll. Und ein weiteres Highlight, aber auch das hatte ich, glaube ich, in vorangegangenen Videos eigentlich schon mal gezeigt, ist hier so eine LED-Beleuchtung im Fensterrahmen, beziehungsweise hier im Fensterleib. Also die haben wir hier installiert. Die muss dann eben noch mit verputzt werden, mit eingearbeitet werden in das Putzbild. Die wird hier seitlich eben von einem Lehrer angefahren, das nach oben weggeht. Und hier ist einfach die Idee, dass man das indirekt nochmal so ein bisschen beleuchten kann, das ganze Fenster. Und dadurch einfach nochmal so ein bisschen Stimmung schaffen kann. Klar, das wird jetzt hier allein aufgrund der Größe des Raums kein Mega-Effekt oder so sein, aber ist dann nochmal so ein kleiner Lichtakzent, der vielleicht von so einer Hauptbeleuchtung von der Decke nochmal ablenkt oder vielleicht in nächtlicher Stunde sogar ausreicht, wenn man hier nochmal kurz aufs Klo gehen möchte. Ein weiteres erwähnenswertes Detail, auch das haben wir irgendwie, ich glaube, schon vor einiger Zeit gemacht, aber in Videos vielleicht noch nicht gezeigt. Das ist ein Lehrer direkt in der Haustür. Also wir haben in unserem Fall, das nennt sich wohl Lagozarge, die Zarge der Haustür, die wurde hier schon eingesetzt. Das heißt, diese Bautür, die man hier jetzt zu sehen bekommt, die wird nachher einfach nur herausgenommen und die eigentliche Haustür eingesetzt, nach dem Verputzen tatsächlich. Die Idee ist wohl, oder der Hintergrund ist, dass man einfach nicht nochmal nachputzen muss hier. Und das ist aber auch eine Herausforderung, nämlich deswegen, weil wir eine Haustür haben mit Motorschloss sowie mit Türkontakten, die man eben abfragen kann, um den Zustand der Tür zu erfragen auf elektronischem Wege. Und da muss man natürlich irgendwie mit Kabeln hinkommen. Das habe ich mit dem Türbauer irgendwie so gut wie es ging geklären können, wo eben das Kabel sich befinden wird. Eine bessere Angabe konnte er mir nicht machen. Das heißt, ich musste hier so ein bisschen auf gut Glück in etwa hier an dieser Stelle eine Bohrung machen. Hier kommt das Leerrohr eben heraus. Das geht auf der anderen Seite in einen Mauerschlitz dort nach unten und kann von dort aus dann eben bedient werden. Und sobald dann die Haustür kommt, muss man das dann eben nochmal einkürzen und dann zusehen, dass man die Kabel hier eben durchgefädelt bekommt. Aber im Großen und Ganzen ist einfach hier die Idee, dass unsere Haustür eben sich entriegeln lässt und ich das dann nachher mit irgendwie Fingerabdruck und so weiter lösen möchte. Apropos Details bzw. Orte, verrückte Orte für Leerrohre. Ich habe auch das vielleicht in vorangegangenen Videos schon mal gezeigt, aber da hat sich nochmal eine Änderung gegeben. Und zwar habe ich ein Leerrohr tatsächlich in den Spülkasten geführt. Also hier wird ja das Wasser gesammelt, das dann eben das Klo spült. Hier kann man das dann nachher betätigen über diesen Mechanismus, beziehungsweise halt, das wird nochmal abgesetzt. Da gibt es dann diesen, normalerweise sind die aus Kunststoff, aus Plastik,
diese Abdeckungen, die man eben drücken kann. Und da gibt es dann auch so einen zweiten Knopf, meist einen zweiten Sektorabschnitt, den man dann, mit dem man das eben stoppen kann. Es gibt aber auch, und das war meine präferierte, meine anvisierte Lösung, das Ganze elektrisch zu betätigen mit einem Hubmotor. Einfach nur, ja, weil es halt irgendwie so diesen Wow-Faktor hat, den Coolness-Faktor und auch ein bisschen hochwertiger wirkt. Man hätte hier dann wirklich eine Fliese einsetzen können und das Ganze ist einfach optisch ansprechender als jetzt irgendwie so eine Plastik, so eine wackelige Plastikabdeckung. Aber ich konnte an der Stelle meine Partnerin nicht überzeugen. Insofern habe ich das Leerrohr mal vorbereitet, für, vielleicht für eine spätere Ausbaustufe. Das geht dann eben hier entlang in der Mauer, das sieht man jetzt nicht mehr. Kommt dann hier heraus und geht dann irgendwie nach oben und weiter. Ursprünglich hatte ich das tatsächlich mal nach unten verlegt, an der Frischwasserleitung entlang. Da war dann aber die Idee oder die Bedenken, dass da vielleicht Wasser hineingelangen könnte, auf, über Umwege, über irgendwie Geplätschere hier im Spülkasten, beziehungsweise über Kondensation. Und das würde sich dann natürlich nach unten hin absetzen und das wäre schlecht. Daher das Leere jetzt mal nach oben. Da kann das sich das dann irgendwie nicht sammeln, sondern läuft im schlimmsten Fall in den Spülkasten zurück. Was ein anderer Anwendungsfall, den ich mir hier überlegt habe, ist ein Temperatursensor oder vielleicht ein Durchflusssensor, um Spülvorgänge mitzukriegen, auch wieder auf elektronischem Wege. Dann kann man eben beim Thema Smart Home, also klar, man würde jetzt mit dieser Information nichts anfangen, aber zumindest für die Visualisierung, für die Auswertung ist vielleicht ganz interessant, wie oft man das Klo betätigt, wie viel Wasser man dabei verschwendet und ob man das irgendwie optimieren kann. Mal sehen. Alles Spielereien, gebe ich zu, aber ja, so bin ich halt. Auch hier auf der gegenüberliegenden Seite im Flur hat sich das Bild etwas geändert. Und zwar befindet sich ja hier eine der Wallboxen unserer Zentralstaubsaugeranlage. Das ist eine sogenannte Bingo Loop Box. Und der Hintergrund hier ist einfach, dass wir so eine zentrale Staubsaugeranlage haben. Das heißt, der Staubsauger befindet sich im Keller. Es gibt eine Reihe von Rohren, die das Ganze eben miteinander verbindet. Und man kann jetzt hier nachher seinen Saugschlauch herausziehen. Also da gibt es dann hier entsprechende Öffnungen nach oben. Da wird dann der Saugschlauch herausgezogen. Mit dem kann man dann eben hier das Geschoss staubsaugen. Utensilien sind hier natürlich noch nicht drin, weil wir die nur, natürlich noch schützen wollen vor der Rohbaustelle, vor dem Schmutz und so weiter. Aber wir haben zumindest jetzt hier einen verschlossenen Wandschlitz. Das war eben hier aus der Wand herausgestemmt und war alles noch komplett offen das letzte Mal. Ist mittlerweile aber hier und auch in den anderen Geschossen verschlossen worden und kann jetzt eben mit verputzt werden. Die Rohre selbst, dazu hatte ich in anderen Videos auch schon mal was gezeigt. Da gibt es halt zum einen diese Saugleitung, die hier irgendwie in der Wand verschwindet und wirklich in das Kellergeschoss geht. Und dann zum anderen hier diese Art Ringleitung, in der sich eben der Saugschlauch für dieses Geschoss befindet. Und so schaut das in etwa in jedem Geschoss aus. Das heißt, man braucht halt hier so einen geschlossenen Ring im Geschoss selbst, sowie dann die Saugleitung, die dann irgendwie in den Keller zum zentralen Staubsauger führt. Apropos Zentralstaubsauger bzw. Saugleitung. Und zwar gibt es an dieser Stelle auch hier mittlerweile ein verschlossener Schlitz. Hier befindet sich die Abluftleitung der Zentralstaubsaugeranlage, also genau unter uns. An dieser Stelle befindet sich eben der besagte Zentralstaubsauger. Der produziert eben auch Abluft, so wie man das ja auch von dem regulären Staubsauger kennt. Die wird nach außen befördert, um einfach da den restlichen Schmutz, der eben nicht gefiltert werden konnte, nach außen zu befördern. Und wahrscheinlich auch lärmtechnisch, drucktechnisch macht das Sinn. Dementsprechend ist eben so eine Leitung nach außen vorgesehen, inklusive einem Schalldämpfer. Den kann ich euch unten auch nochmal zeigen. Und das schaut nach außen hin dann in etwa so aus. Hier schaut bisher eben einfach diese Leitung heraus, die hier nur ein bisschen Bauschaum noch ja, fixiert ist an Ort und Stelle. Wir kriegen ja hier noch an der Stelle Wärmedämmung. Dementsprechend schaut das jetzt noch ein bisschen zu weit raus. Das muss man nachher nochmal einkürzen. Und auch da kommt dann nochmal eine Klappe drauf. Im Großen und Ganzen sollte das aber schon mal passen. Und was ich hier noch beachtet habe beim Installieren war eine leichte Neigung, falls da jemals irgendwie Wasser reingelangen sollte, dass das eben nach außen abfließt und nicht irgendwie rückwärts nachher in den Keller wieder hineinläuft. Bei dieser Gelegenheit vielleicht noch ganz kurz das Bild von außen. Wenn man irgendwie monatelang Baustelle macht und so weiter, dann fällt da doch einiges an Abfall an und an Dinge, die man irgendwie nachher entsorgen muss. Das sind halt so verschiedene Schalungshölzer und so weiter, was wir zugesägt haben. Eine Reihe von Tiefbaurohren, die man abgeschnitten hat, die dann ohne diese Muffe eben auch nur noch schwer zu verwenden sind in diesen kurzen Stückchen. Und vor allem aber eine Menge Bauschutt. Also das ist hier gefühlt das halbe Haus, was ich hier aus den Wänden geschlitzt und geschlagen habe. Das befindet sich hier. Also man kann schon sehen, da ist einiges angefallen. Auch das muss ich nachher irgendwie entsorgen. Und muss mich da irgendwie eben mal schlau machen, was es dafür Möglichkeiten gibt und was das Ganze kosten wird. Auch hier nochmal ein bisschen Schalungsholz, was man zum Teil auch drei- und viermal verwendet. Also immer, wenn man nochmal schnell ein bisschen Holz braucht, dann sammelt man das hier halt ein.
Hier unsere Betonrutsche, die ich auch in vorangegangenen Videos schon mal gezeigt hatte, die hatten wir eben extra gebaut, um das Beton, das eben damals aus dem Lastwagen kam, in die Fundamente gießen zu können, weil das eben dieser Beton, also dieser Laster selbst, da war die Betonrutsche nicht lang genug. Wir sind ja hier 6 Meter, ist die Garage lang, da sind wir gar nicht hingekommen. Daher haben wir das hier mit der Betonrutsche eben verlängern müssen und können. Und hier eben das Bild von außen nochmal von der Garage, inklusive der Entwässerung, die wir hier so auf dem Grundstück haben. Hier sind nochmal eine Reihe von Rohren für die Wärmepumpe. Und all das sind hier Leerrohre, die in die Garage führen, um Kabel und so weiter für später durchführen zu können. Und das ist eben unsere Regenwasserzisterne sowie die Entwässerung der Garage, die hier eben auch nochmal verändert werden muss. Da gibt es ja diese Geschichte mit dem Filter. Ich hatte eben ursprünglich nicht an die Filterung gedacht. Das Wasser wurde hier oder wird aktuell auch noch direkt eingeleitet. Das sorgt natürlich so ein bisschen für Verschmutzungen. Und um dem vorzubeugen, kann man das Wasser einfach nochmal filtern und reinigen. Dafür braucht man aber einen Höhenversatz in der Zuleitung des Regenwassers in die Zisterne. Und dementsprechend müssten wir nochmal was umbuddeln und müssen diesen Filter noch einsetzen. Doch das kann jetzt erstmal warten, denn innen drin gibt es gerade wichtigere Themen zu erledigen.